Ja, schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel, Dialogzentrum Leben im Alter aus Osnabrück. Ein kleiner Beitrag in unserer Serie Konzepte. Und das heutige Konzept, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist so der Begriff Empowerment. Und zwar in der Anwendung für Menschen mit Demenz. Da hat man schon mal versucht, so zu definieren, was denn Empowerment für Menschen mit Demenz heißen könnte. Und kommen so Expertengruppen zusammen und dann werden so Definitionen rumgeschickt und verfeinert, ja, in so einem Delphi-Verfahren. Naja, und da hat man so einen ersten Definitionsversuch gemacht, wo man sagt, naja, dass die Leute eine aktive Rolle im Leben beibehalten, ja, und dass sie mehr Kontrolle haben. Unter Kontrolle versteht man, dass sie mehr Mitspracherechte haben, dass man sie respektiert, dass man auf sie hört und dass diese Menschen einen adäquaten Zugang zu Ressourcen haben. Ne? Eine Kritik dieser Idee, also noch einmal aktive Rolle im Leben und mehr Kontrolle, eine Kritik ist, dass das ohne Menschen mit Demenz geschehen ist, dass man im Grunde genommen nur Experten befragt und dass es eher für Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz so gilt. Und deswegen hat man in den Niederlanden einen Versuch gemacht, den Begriff des Empowerment auf einer breiteren Basis zu diskutieren, also mit allen Beteiligten und darunter auch durchaus Menschen mit fortgeschrittener Demenz. Und das hat man in Fokusgruppeninterviews gemacht. Das war natürlich nicht leicht, mit Menschen mit schwererer Demenz über so ein Thema zu reden. Aber es sind dann doch, sagen wir mal, verschiedene Perspektiven deutlich geworden, die ganz interessant sind. Und die erste Perspektive, die so rauskam, war Sinn für die persönliche Identität. Also wenn ich vergesse, wer ich war und was ich gemacht habe im Leben und wofür ich mich eingesetzt habe, dann ist das schon ganz schön, wenn ich da mal immer wieder dran herangeführt wird. Ne? Also, dass ich nochmal einen Zugang dazu habe, wer bin ich gewesen, wo habe ich gewohnt, was habe ich gemacht in meinem Leben, mit wem war ich zusammen. Also der erste Fokus wäre dann, einen Sinn für die eigene persönliche Identität zu haben. Dann habe ich das Gefühl, ein Stück weit gestärkt zu sein. Ja? Dann das Zweite, und das war für gerade die Menschen mit Demenz besonders wichtig, nämlich einen Sinn für Kontrolle in meinem Nahbereich. Also, dass man akzeptiert, ja, dass man akzeptiert, dass ich so lebe, wie ich lebe. Also, wenn ich Hering mit Schokolade esse, dann möchte ich keinen, der da komisch guckt und fragt, hör mal, das geht aber nicht. Ja, sondern ich möchte, dass sowas einfach fraglos akzeptiert wird. Ja, und wenn ich drei Unterhosen aufeinander ziehe oder irgendwie meine Jacke schief anziehe, dann möchte ich nicht, dass jemand kommt und sagt, du hast das aber falsch angezogen, mach mal anders. Also, dass man schlichtweg akzeptiert, dass ich so lebe, wie ich lebe, ohne dass man das kommentiert oder korrigiert. Das ist so das Zweite, ne? Also so Akzeptanz. Ja, das Dritte ist überraschend, was die Leute so mit Ermächtigung und mit Macht und so verbinden. Das ist, dass ich nützlich sein kann für andere und gebraucht werde. Ne? Also, dass andere mich anfragen für Dinge, dass ich teilhaben kann am Leben und das Gefühl habe, nützlich zu sein. Naja, das ist so der dritte Aspekt. Und der vierte, das war so ein Sinn für den persönlichen Wert, also dass man eine Resonanz bekommt, dass man nicht wie ein Kind behandelt wird. Das berichten Menschen mit Demenz immer wieder, ja, dass sie schon das Gefühl haben, von den Angehörigen wie ein Kind behandelt zu werden und korrigiert zu werden. Und dass man nicht so vorschnell Dinge übernimmt. Also da zittere ich vielleicht, indem ich ein Paket versuche zu öffnen und schwuppdiwupp kommt da jemand und sagt, kommen Sie mal, ich mache das mal für Sie. Ja, so, also dieser Impuls, Dinge schnell zu übernehmen, dass man das nicht macht, sondern dass man die Menschen auch mal lässt mit ihrem Kramen und Wühlen und Machen und nicht so schnell eingreift. Also zusammenfassend nochmal diese vier Dinge, ein Sinn für meine persönliche Identität, ein Sinn für Kontrolle im Nahbereich, ja, ein Sinn dafür, nützlich zu sein und gebraucht zu werden und ein Sinn dafür, dass ich einen persönlichen Wert habe für andere und dass man nicht eingreift und übernimmt. Zusammenfassend sagen die Leute, ich möchte einfach mein Leben so weiterleben, wie ich es bisher gemacht habe. Ja, ich möchte so leben, wie es mir passt. Und ich möchte nicht
an sozialnormativen Kriterien gemessen werden und korrigiert werden und eingenordet werden in eine bestimmte Art von Leben, wie es gerade angenehm ist oder wie es anderen passt oder wie es vielleicht so für die praktikabler ist. Ich möchte so leben können, wie ich will. Das ist eigentlich der Inhalt von Empowerment für Menschen mit Demenz. Ja, und das Ganze durchziehend natürlich, wie immer, eigentlich die Interaktion und die Anerkennung. Also, dass ich mit anderen Menschen zusammen sein und interagieren kann, ohne dass ich das Gefühl bekomme, ja, besonders schützungswürdig zu sein, dass man mich nicht quasi in Wattebäuschen packt, dass man mich nicht schont, dass man es mir auch mal zutraut, in Widerspruch zu gehen und Ärger zu haben. Es muss nicht immer alles so lieb und konfliktfrei sein, sondern dass ich in der Interaktion mit anderen eigentlich erlebe, ein ganz normaler Mensch zu sein und so zu leben, wie es mir passt. Ja, spannend, wie sich so ein Begriff wie Empowerment nochmal mit anderen Inhalten füllt, wenn man Menschen mit Demenz beteiligt und befragt. Vielen Dank, ich hoffe, das interessiert Sie. Schauen Sie auch mal auf unsere anderen Inhalte unter der Reihe Konzepte. Wir werden sie weiterführen und bin mal gespannt, so welche anderen Begrifflichkeiten sich noch mit anderen Inhalten füllen, wenn man sie aus der Perspektive alter Menschen und aus dem Demenzhintergrund reflektiert. Vielen Dank und auf Wiedersehen.